Ja, schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass du da bist. Orkentoschen Hardwood, ein Highland. Ja, würde ich mal sagen, Thomas, schenke mal ein. Nichts lieber als das. Er gemacht. Genau. Ups. Ja. Ja, Thomas, sparsam ist man beim Aldi. Ja. So, ja. Orkentoschen Hardwood. Wie er riecht, wie er schmeckt, das schauen wir uns jetzt an. Auf geht's. Gute, herzlich willkommen bei Bob and Friends. Wir sind mal wieder an einem Samstagabend hier. Haben gerade schön gegessen, war lecker. Mediterraner Fisch. Verlinken wir euch hier oben links. Ganz klasse Teil. Ja. Und wieder mit dabei, Thomas. Gute. Und den Michael. Servus. Ja, der heutige Gast hier, Orkentoschen Hardwood. Ja. Bourbon Cask und Oloroso Sherry. Was? Finish. Wie der Tamna Bulin, ne? Tamna Bulin, jetzt nur kein Speyside, sondern ein Island. Ein Highland. Ja. Da gucken wir Oh, mal mal gucken, was er kann, ne? Jo. Jo. Stiftchen. So, wo ist für die Nase am wenigsten? Hier. Ching. Das Klingeling zum Riechen. Ui. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja, ich hatte mich jetzt so auf dieses Fruchtige vom Tamnavulin eingestellt. Ja. Aber der ist ja. Das ist ja gar nicht. Nee. Das ist ja die komplett andere Variante. Vom Fruchtkuchen zum Schokoladenkuchen. Ja, Kokos. Ja. Ich rieche da Kokos. Jetzt, wo du das Kokos sagst, kennst du vom Aldi diese quadratische 200 Gramm Tafel Schokolade? Nee, nee. Kokosflocken-Schoko. Kokosflocken, nee, kenne ich nicht. Okay. Genauso. Ja, so ein bisschen, aber also nussig, ne? Haselnuss so. Nuss, ja, Haselnuss, Kokosnuss. Ich sogar Kaffee. Genau. Der Tamna Wulin war der Obstkuchen und das der Kaffee dazu. Ja, hier zwei würden wir auch beides saufen. Ja, das in ist dann, einem Glas, das als blendet. Das ist dann nachmittags Kaffee und Kuchen. Genau. So wie es gehört. Der, ja, toll. Der riecht aber an, noch angenehmer wie der Tamna Wulin. Also für mich. Definitiv. Also ich finde den auch deutlich spannender. Aber auch jetzt nichts Holziges oder Rauchiges, aber. Nee. Und beißt auch überhaupt nicht? Nee. Der hat 43%, ne? Ja genau, 43%. Mhm. Aber gefärbt, oder? Das jetzt gar nicht. Also von der Farbe her ist er ähnlich wie der Orkentoschen, wie der Tamna Bulin. Ja, ja, mit Farbstoff. Ah, mit Farbstoff. Okay. Ja, ja, okay. Dann. Hier? Ja. Spannend. Danke. Danke. Durch. Ja, so schmelzig wie Schoki. Ja, Schokolade, ne? Genau. So liegt er auf der Zunge. Schöne, dunkle, aber auch so ein bisschen dunkle Früchte. Vanille, aber eben Schokolade. Das ist auch das Erste, woran ich denke, wenn ich den. Man riecht sie aber auch immer mehr. Wenn du länger dran riechst, meinst du? Ja. Ja gut, das passt ja, ne? Haselnuss, Kaffee, Schokolade, das ist schon auch das ist durchgängig.
Das ist nicht so, wie jetzt so Vollmilchschokolade. Kennst du, Milka hat da diese Dark Milk, Vollmilch Dark. Ja, genau. Also schon ein bisschen dunklere Schokolade, nicht das. Und auch nicht so bitter wie so eine Zartbitter, sondern richtig so vollmundig, genau. Weich. Genau. Oh, das ist klasse. Der ist echt, auch im Vergleich zu dem anderen Oakentoschen, der American Oak, der ist ja eher so ein bisschen gerstelastig. Ne? Mhm. Und der ist ja richtig eben Kaffee, Schokolade, Frucht. Abgang ist okay, jetzt nicht so super lang, aber auch nicht kurz. Irgendwo dazwischen. Das ist fast was zum Reinbeißen. Den muss ich meiner Arbeitskollegin mitbringen. Das ist echt eine Tafel Schokolade unter den Whiskys, ne? Toll. Und wenn man das vergleicht, also viel mehr Kalorien hat er auch nicht wie die Tafel Schokolade. So 100 Gramm. Besonders wenn man nur riecht, ne? Ja, dann okay, das ist dann zum Abnehmen. Na, guck mal hier, das kann man gar nicht so sehen. Das sieht man erst, wenn man das Licht reinhält, ne? Mhm. Intensive Rich Dark Nutrients und Winterfruits. Mhm. Haben wir ja rausgeschmeckt. Okay. Ich hab gar nicht geguckt. Siehst du gar nicht so. Ah ja, ja, ja. Grau auf grau. Ja, mit den alten Augen sowieso nicht. Da müsste in Neonschrift draufstehen. Jo. Nee, klasse. Macht Spaß. Die können was, die Jungs. Ja, das ist immer wieder überraschend, ne? Dass ein und dasselbe Whisky wieder komplett unterschiedlich schmecken kann. Die Reifung im Fass. Ja, genau. Was du da alles draus machen kannst, das ist echt der Hammer. Ja, okay, wer weiß, bei dem ein halbes Jahr, hier 2 Jahre in dem Sherry-Fass. Ja. Keine Ahnung. Ja. Kriegen wir irgendwann raus, wenn wir hingefahren haben. American Oak. Dann löchern wir die ganz so lange. Toll. Mhm. Okay. Hat euch gefallen? Ja, war gut. Ja. Trinken wir noch mal. Vielleicht musst du ja noch mal auf Aufnahme drücken. Wird eng. Also ich weiß nicht, wie viel wir da noch rauskriegen. Die habe ich ganz normal, ich glaube, ich habe getrunken, die habe ich gekauft. 1 Liter Eumel. Also können wir noch ein paar. Genau. Na ja, gut. Euch schon unter die Erde. Was lassen wir uns einfallen? Jo. Lecker. Und das war's. Super Teil. Jo. Daumen hoch. Genauso ihr. Daumen hoch, ne, wenn es euch gefallen hat. Und Abo. Wir nehmen alles. Kommentare. Fragen. Anregungen. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut. Servus. Kamera neu. Dunkle Früchte. Schokolade. Mein Gott, dann zieh dich um. Schauen wir uns den Scheiß an. Ich bin der Runde. Hat gedacht, jetzt kommen wir durch.